bin da. Fiona. Mali, ist Fiona ab? Ich gehe jetzt auch. Bye, bye, Mama. Tschüss, Skadi. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, mal gucken, ich mache wieder ein Video. Mhm. Wartet. Jetzt geht Mami aber auch. Aufgeschrieben von Skadi hier, ja? Ja, okay. Gut, wir werden ein bisschen früh da sein, aber dann haben wir noch recht. Auf jeden Fall. Ja, yeah, also heute gehen wir auf ein Geburtstag. Oh, Mama. Ja. Weil okay. Wir haben für Mama eine Taschenlampe gekauft. Nicht zu Weihnachten, ne? Und sie kostet wie viel nochmal? Unerheblich. Ich hab's vergessen. Auf, ja, wir laufen jetzt zu unserem Auto. Oh, das ist ja das Auto. Danke, Papa, wir warten. War das ein Freund von dir? Markus. Ich kenne sehr viele Markus. Welcher Markus? Bitte, Markus. Ja. Ja. 2 Tage frei haben wir heute. Die richtig gut Auto fahren werden wollen, die können jetzt mal kurz Papa zugucken. Ja, das wirklich macht so die Gangschaltung. Der Papa macht das richtig gut. Schneidet es erst an, wenn er fährt. Ja, das ist eine Macke von mir. Ich weiß nicht, wieso machst du das denn, Papa? Das kommt aufgrund meines alten... Aber meiner alten Umgebung, in der ich zu tun hatte, sage ich mal. Mehr sage ich da jetzt nicht. Jetzt zu einem, wo fahren wir denn hin? Was machen wir denn da? Kannst du ja mal erzählen den Leuten. Kannst du mal umdrehen und den Leuten erzählen. Ja, also wir fahren jetzt zum Geburtstag von einer Klassenkameradin. Aus der Schule. Ja, bis wo fahren wir dann? Weißt du das? Wir gehen da zu, wie heißt das nochmal? Wir malen da. Ja, also ihr fahrt zu einem Kunstatelier. Ja, ja. Und da ich weiß sogar, was wir malen. Wir malen ein Flamingo. Letztes Mal haben wir ein V gemalt. Weil da war es auch eingeladen. Ja, du warst schon mal dort. Ja. Aber diesmal mit einer anderen, einer anderen Frau. Dadurch, dass wir so viele Kinder haben, haben wir natürlich jetzt so über alles Mögliche schon durch da in dem Bereich. Was die Leute so veranstalten können mit ihren Kindern. Also jedes Mal ist ja eine unserer Töchter bei irgendeinem Geburtstag eingeladen. Wenn wir wollten, könnten wir jedes Wochenende irgendein Kind zu irgendeinem Geburtstag schicken und die machen so, also für uns ist es ja immer das gleiche, mal dahin, mal dahin, mal dahin. Und witzig ist, dass alle immer wieder finden, ah, ist doch eine gute Idee, kann man doch machen. Und wir sind dann schon immer so, ach ja, da waren wir schon, ach ja, da kennen wir schon. Ja? Manche Sachen hast du nämlich sogar schon das zweite Mal gemacht, oder Skadi? Hab ich denn noch zweimal gemacht? Naja, zum Beispiel jetzt hier mit dem Malen, das machst du jetzt zum zweiten Mal. Ja. Und diese Bäckerei warst du auch schon, oder? Letzte Bäckerei. Gab es da nicht auch so eine Bäckerei oder Töpferei? Oder was war denn da? Wir haben ja so viele Sachen am Lieder. Du meinst bei einer Freundin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle gibt es zur Auswahl immer Töpfern, Sprungraum, also Trampolinspringen und so Sachen, Malen, Kochen gibt es auch zur Auswahl. Ballett hatten wir auch schon. Hä? Wann warst du denn bei Ballett? Mit Lumen. Hm? Ja, Lumen war beim Ballett. Also hier bei so einer Ballettschule. Das ist alles so, was da in der Nähe ist. Das machen die Eltern natürlich. Nehmen sich ja auch alle Mühe. Alles schön. Aber eigentlich, wir kennen schon alle. Egal, den Kindern wird es nicht langweilig. Deswegen machen wir weiter. Hm. So, und jetzt wünsche ich dir heute viel Spaß damit. Ja. Also. Ja, ist sehr kompliziert irgendwie. Weil wir sind dauernd zu jedem Geburtstag eingeladen. Bei uns ist immer nur selten der Geburtstag ausgefallen. So richtig selten. Na ja, kein Geburtstag ist ausgefallen. Doch,
zwei Geburtstage, nein, drei sind bei mir schon mal ausgefallen. Ach so, die wir ausfallen lassen mussten, weil wir nicht da waren. Trotzdem warst du schon bei vielen dabei. Ja. Sind jetzt nicht immer so viele ausgefallen. Ja, aber jetzt will ich mal das vor uns filmen, weil das sieht schön aus. Die Kirche, oder? Ja, das ist richtig schön. Total schön. Das Beste einfach ist, wenn hier keine Ampeln und so bla bla bla, würde man ein bestes Bild hinkriegen. Das allerbeste. Ja, jetzt hast du die beste Aussicht. Ja, stimmt. So, perfekt. Wir freuen uns schon richtig doll. Aber das Problem einfach nur ist, an diesen Geburtstagen ist so. Wir meinen jetzt nicht so Kinderbilder von einem Flamingos und so. Nö, wir meinen so richtige Kunstbilder. Ernsthaft, das ist kein Spaß. Ja. Hier steht schon seit Ewigkeiten hier an der Straße, steht hier ein Porsche. Wo die Heckscheibe, hinten die Seitenscheibe eingeschlagen ist. Der hat schon einen gelben Zettel an jetzt mittlerweile. Mal gucken, ob er jetzt noch da steht. Wahrscheinlich jetzt, wo ich sage, steht er nicht mehr da. Und mich hat echt gewundert, dass da noch keiner an dem Auto dran war. Hier. Tada! Ja. Kann man einfach abmachen. Oh, Papa, guck mal. Das, dieses Ding. Ich dachte immer früher, das wäre so eine Skateboardbahn. Aber als Papa. Haha, Skateboardbahn, ja. Die ist sehr anspruchsvoll. Das erinnert an die Luftbrücke. Das ist das Denkmal am Platz der Luftbrücke. Aber jetzt. Hier ist der Flughafen Tempelhof. Oh, hier ist wieder alles gesperrt, also die ganze Zeit schon. Na, hier machen sie jetzt seit 2 Wochen die Straße. Ja. Machen sie hier einen neuen Belag. Und deswegen ist das jetzt hier alles gesperrt. Aber ansonsten. Oh, guck mal, was macht sie denn jetzt? Sie holt sich Wasser mit Hilfe von aufgeschnittenen Pfandflaschen, holt sie sich Wasser oben aus dem. Aus dem Dach vom Wartehäuschen. Das ist aber dreckig. Das ist Dreckwasser, ja. Wahrscheinlich wäscht sie sich damit trotzdem aber ein bisschen die Hände oder was. Wir sind keine Ahnung. Aber wenigstens Wasser. Hoffentlich kocht sie sich nicht. Damit keine Suppe. Ja, ansonsten wird sie vergiftet. Ey, Papa, hast du das Ja, gesehen? Sie liegt ja auch immer und schläft da drin. Ist schon immer hart. Also, wer sich freiwillig auf die Straße legt in Berlin, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Willst du sowas machen, Skadi? Nein. Was hältst du davon, dass die Frau da eigentlich auf der Straße liegt und eigentlich nach Wasser angelt? Also. Ich finde es voll traurig. Die ist da bestimmt schon ein Jahr da, ungefähr. Ja, bestimmt, Papa. Warte, Häuschen. Eigentlich, ich verstehe es, man hat für so welche Leute extra so ein Häuschen gebaut für den Winter. Da gibt es bestimmt Duschen und so. Ja, natürlich, sowas gibt es auch. Aber Unterkünfte und sowas. Aber die gehen da irgendwie nicht hin. Na, warum gehen die meist nicht hin? Weißt du das doch schon? Warum? Nein. In diesen Notunterkünften muss man immer ohne Drogeneinfluss und keine Drogen mit, darf man mit haben. Und unter Alkoholeinfluss vor allem auch. Das ist ja die Hauptdroge Nummer 1, der Alkohol. Und das schaffen die meisten nicht. Ja, komm. Also ich finde es richtig doof, weil die sind ja auf die Straße gekommen, weil sie ja Drogen genommen haben. Weil das ist wirklich, oh, das ist kalt und alles, um Gottes Willen. Weil die haben neue Schlafsäcke. Gestern war wohl die Schlafsackaktion, glaube ich. Oder heute ist die Schlafsackaktion. Lebt ja immer so, wenn die Tage kalt werden, lebt in Berlin immer so eine Spendenaktion, Schlafsackaktion, wo Leute Schlafsäcke spenden können für Obdachlose. Ist ja klar, die Dinger sind ja verschlissen im Nu. Wenn du da 365 Tage im Jahr drin liegst in so einem Ding, dann ist das erledigt, die Sache. Papa hat mir einmal erzählt, dass wenn der Regen vom Himmel fällt, also von einer Wolke, dass es eigentlich da noch sauber ist, weil das System ist so, es ist eine leere Wolke beim Wasser, die Wolke zieht das Wasser hoch,
und dann regnet es eben. Also so steht es in einem Buch. Ja, sozusagen. Und wenn der Regentropfen natürlich über so ein dreckiges Dach läuft drüber, dann ist der Regentropfen erstmal kontaminiert. Sobald der Regen auf den Boden kommt, da wo wir Menschen rumgelatscht sind, ist der definitiv kontaminiert. Sowieso, sobald der Regen auf die Straße tropft, ist da Öl dran und Mikroplastik und was weiß ich, was denn alles. Alles, was wir so haben, Dönerreste hier in Neukölln, Dönerreste, hast du so eine halbe Zwiebel mit drin, so Gewürzwasser. Also, ich mag Döner, aber jetzt nicht sowas. Nicht von der Straße. Nein. Nicht von der Straße lecken. Papa und ich haben uns heute so ein Haus angeguckt. Richtig schön. Was? Haben wir? Ach so, online? Ja. Und, naja. Naja, sowas soll nie im Leben leisten sollen. Ja, aber es kostet sehr viel Geld, aber da ist einfach ein Supermarkt drin. Supermarkt. Ja, kann man sich gleich so dahin gehen und dann sagen, ich bin da, ich habe mir das Haus gekauft, ich muss gar nichts bezahlen. Du musst ja trotzdem bezahlen. Ja. Wenn man sich ein Haus gekauft hat, muss man ja wahnsinnig viel Geld bezahlen. Umso teurer das Haus, umso höher sind die Kosten, die man bezahlen muss. Auch so. Jetzt ist alle im Leben jetzt immer ums Geld. Immer. Geld, immer. Geld. Immer. Immer. Aber es geht ganz immer um Geld. Nee, und jetzt sind eben, da kommen eben die anderen, diese Aussteiger dazu, diese 0,1% der Menschheit, die sagen, oder vielleicht ist es noch mehr, die sagen, muss doch nicht immer um Geld gehen. Also, man kann auch so leben. Und jetzt sind dann die, die quasi barfuß durch die Stadt latschen. Ja. Aber es geht jetzt aber nicht immer um bla 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 bla. Ja, weil manche. Weil manche, die haben ja so eine Geld gesagt. So, die wollen immer mehr Geld und behandeln das Geld wie als ob es ein Baby war. Zum Beispiel wie. Ja, für manche ist Geld einfach zu wichtig. Natürlich auch. Das ist ja auch so eine Sache. Geld ist zwar in unserer Gesellschaft hier wichtig, weil ohne Geld kann man nicht was zu essen kaufen. Ohne Geld kann man nicht. Miete bezahlen, Strom und so weiter, Wasser, ne, Energie, Wärme. Das kriegt man alles nicht ohne Geld in unserer Gesellschaft hier. Tatsächlich in der Natur ist alles für jeden vorhanden. Also sofern ist der Gedanke ja vielleicht geht schlechter. Und außerdem, ich glaube, ihr kennt noch so welche Comics, wo Donald Duck dabei ist. Da ist doch, glaube ich, der Onkel, der hat doch so eine Geldsucht. Ja, der hat eine Geldsucht, der ist schlimm. Der ist erst reich. Ich glaube, er würde nicht mal einen einzigen Penny ausgeben. Der ist so geizig. Ja, wenn er einen Penny verliert, zum Beispiel wie bei SpongeBob, auch der Kramm-Chef, wenn der auch einen Penny verliert, flippt er aus. Ja. Mr. Krabs. Ja. Ja, na, und natürlich kommen die Charaktere, die sie dort zeigen, also so wie Donald Duck und Mickey Mouse und auch Dagobert Duck, die sind halt aus dem Leben gegriffen. Ne? Die sind so eine Leute, die so eine Art und Weise haben, die gibt es halt wirklich. Die sind natürlich da überzeichnet, aber es ist ja das, was das so sehenswert macht. Comic halt. Ne? Das ist wie eine Karikatur von der Menschheit. Mhm. Manchen Leuten ist Geld unheimlich wichtig. Und ja, es erleichtert auch in gewisser Weise das Leben, aber Gesundheit kannst du dir davon nicht kochen. Ja, und Familie auch nicht. Gute, weise Worte. Stadi. Fantastisch. Das ist ja echt toll. Genau das. Das sei mal zum Abschluss gesagt. So, jetzt biegen wir hier ab. Und jetzt sind wir auch bald hoffentlich da. Ja. Weil man kann sich sehr vieles kaufen, zum Beispiel Zeit. Richtig, oh, naja, Mensch, du bist ja richtig, philosophisch unterwegs. Weil wenn man so klar nachdenkt, kann man sich so auch. Zeit ist zum Beispiel so, man denkt. Unbezahlbar. Mhm. Weil Zeit ist irgendwie so wie dein Leben, weil du gibst ja was von deinem Leben ja ab.
Das ist ja komisch. Achso, wir müssen hier drin, deswegen. Weil man kann sehr vieles nicht kaufen. Man könnte sich auch jetzt nicht eine zweite Erde kaufen, wenn die eine Erde zerstört wird. Kann man definitiv nicht. Ja. Wo soll die herkommen? Keine Ahnung. Einfach so. Die, da muss unser aller Freund und Lebensretter Elon Musk, der muss erstmal eine zweite Erde bauen, denn quasi. Ja. Er ist ja schon dabei, ne? Ist er wahrscheinlich nicht, aber er ist schon irre. Mit seiner Macht und seinem Einfluss durch Geld, durch Geld. Sind wir gleich da? Ja, wir müssen jetzt hier wenden. Ich hab keine Ahnung, muss jetzt hier irgendwie sein. Nicht. Aber ich sag schon mal Tschüss zu euch. Also, wir hoffen, dass die Folgen euch immer gefallen. Weil wir geben uns immer sehr viel Mühe. Und ich sag mal, ich mach schon mal aus, Papa, okay? Ja, wenn du das kannst. Ja, tschüss, bye bye.